Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier zu SFS Analytics und vor tatsächlich 8 Monaten habe ich ein Tutorial zum Delta V gemacht und ich habe euch dann so ein paar Monate später danach gefragt, ob ihr noch eins haben wollt. Ihr habt gesagt nein. Stattdessen wolltet ihr lieber eben die Planet Edit Serie haben, die Tutorial Serie dazu. Aber ich dachte, es ist 8 Monate her, bringen wir es einfach hinter uns, ja? Also es ist halt Mathe. Man kann es nicht unbedingt schön reden. Viele Leute mögen kein Mathe. Die Leute, die es jetzt aber interessiert, denen möchte ich es nicht vorenthalten. Mich persönlich interessiert es auch sehr. Ich muss sagen, ich mag Mathe. Deshalb, wir machen es einfach. Wenn es euch nicht interessiert, schaltet um, macht irgendein interessanteres Video an. Falls ihr euch nicht die hohe Kunst der Mathematik quasi angewöhnen wollt, aber ich zwinge euch zu nichts. Jedenfalls teile ich das auch nochmal auf in 2 Teile. Heute in der ersten Folge davon quasi erkläre ich euch, wie man das mit verschiedenen Stufen regelt und in der nächsten Folge dann, wie man das mit Boostern macht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach damit an, dass ich euch erkläre, was eigentlich nochmal Delta V ist. Und das habe ich im Grunde schon erklärt, aber es ist halt über ein halbes Jahr her. Daher kann es nicht schaden, das einfach nochmal zu machen. Und zwar fasse ich ein bisschen zusammen. Delta V ist grundlegend die Veränderung der Geschwindigkeit. Delta steht für Veränderung, V natürlich für Geschwindigkeit. Also es ist eine 1:1 Übersetzung davon. Dann haben wir eine Formel dafür aufgestellt, nämlich natürlicher Logarithmus ln von m1 geteilt durch m2 mal v1. Und m1 ist dabei die Voll- oder Feuchtmasse der Stufe, also quasi du nimmst die Rakete mit Treibstoff und m2 ist die Leer- oder Trockenmasse, also die Rakete ohne Treibstoff. Ja? Und dann haben wir noch v1, das ist die Austritts- oder Ausströmgeschwindigkeit der Gase. Und das haben wir nicht, das müssten wir nochmal berechnen, nämlich mit der Formel V1 gleich ISP mal G. Und ISP ist der spezifische Impuls des Raketentriebwerks. Und das seht ihr beispielsweise, wenn ihr irgendein Triebwerk nehmt und das kurz gedrückt haltet, da erscheint so eine kleine Box und da steht unter anderem ISP darunter. Und G ist natürlich die Fallbeschleunigung auf der Erde. Gut, damit hätten wir das jetzt abgehakt. Und das war im Grunde das, was ich erklärt habe. Ich habe dann noch euch ein Beispiel gezeigt. Also ich habe dann einmal errechnet, wie viel der Trip zu Europa und zurück gebraucht hat. Das war natürlich nur eine einstufige Rakete, also das kann man hier relativ leicht damit berechnen. Aber jetzt wird es natürlich komplizierter und dafür seid ihr hoffentlich hier. Ansonsten hättet ihr wahrscheinlich schon umgeschaltet. Und zwar jetzt Teil 1 geht darum, Delta V für mehrstufige Raketen zu berechnen. Und dazu haben wir hier diese relativ einfache Rakete. Ihr seht unten Falkentriebwerk, 2 große Treibstofftanks, Verleihentriebwerk, 15 Tonnen Treibstofftank und dann natürlich die Kapsel. Und ich würde euch ganz gerne erklären, wie man hieran das Delta V berechnen kann quasi. Und wir fangen einfach an mit Delta VG, also G steht für Gesamt, und das teilen wir dann auf in V1 und V2, also die erste Stufe und die zweite Stufe. Das macht es deutlich leichter, Sachen zu berechnen. Ich glaube, anders geht es noch nicht mal, also viel Spaß, ja. Das habe ich eben schon erklärt, Delta V der ersten und der zweiten Stufe. Und dann schreiben wir wirklich einfach nur die Formel von hier oben nochmal auf, also hier ln m1 geteilt durch m2 mal v1. Und ich habe hier natürlich andere Zahlen verwendet, weil wir andere Werte haben. Beziehungsweise ich kann nicht einfach dieselben Zahlen nehmen, weil es natürlich unterschiedliche Größen sind. Dann können wir für die ganzen Sachen auch schon Sachen einsetzen im Grunde. Also es ist im Grunde alles. m1 ist die Vollmasse der Rakete, 66,3 Tonnen. Und da nehmen wir wirklich die gesamte Masse von der gesamten Rakete mit Treibstoff in allen Stufen und so, also wirklich alles. Dann
M2 ist die Masse der Rakete ohne Treibstoff in der ersten Stufe. Heißt, wir nehmen wieder die gesamte Rakete, entfernen den Treibstoff in der unteren Stufe und messen das nochmal. Und dann V1, Ausströmgeschwindigkeit des Falkentriebwerks. Und da haben wir einmal ISP und G. ISP ist natürlich beim Falkentriebwerk bei 240 Sekunden und die Erdbeschleunigung, also Fallbeschleunigung auf der Erde, ist natürlich 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat. Wenn man das ausrechnet, erhält man dann 2352 Meter pro Sekunde und das ist im Grunde so ein Richtwert in dem Bereich, also es kann bis zum Zweifachen davon sein, es kann natürlich auch drunter liegen, also es ist einfach so ein Wert, den man dann eben einsetzen muss. Dann haben wir M3, die Masse der Rakete ohne der ersten Stufe. Also wir drücken auf den Separator, entfernen die untere Stufe und haben dann im Grunde nur noch das da übrig. Und das funktioniert natürlich mit quasi unendlich vielen Stufen. Ihr müsst dann einfach die Stufe darunter einfach abziehen von der Masse her und die Vollmasse dann davon nehmen. Und die hier ist bei 22,4 Tonnen und M4 ist dann die Masse der Rakete ohne Treibstoff in der zweiten Stufe, also wieder so, und dann lasst ihr den Treibstoff hier weg. Wenn es noch größer macht, könnt ihr danach weitergehen zur nächsten Stufe mit noch mehr Treibstofftanks und so weiter und so fort. Also man kann es im Grunde unendlich in die Höhe treiben, irgendwann macht es natürlich keinen Sinn mehr. Dann zu guter Letzt haben wir noch V2, und zwar die Ausströmgeschwindigkeit des Verleihentriebwerks. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, das Verleihentriebwerk hat eine höhere Effizienz als das Falkentriebwerk. Also das Falkentriebwerk hat eine Effizienz von 240 Sekunden und das Verleihentriebwerk hat eine Effizienz von 280 Sekunden. Damit ist auch die Ausströmgeschwindigkeit höher, und zwar liegt die hier bei 2744 Meter pro Sekunde. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach die ganzen Daten hier. Also es ist wirklich, wir nehmen die Daten, packen sie da rein, die 66,3 Tonnen, die 30,3 Tonnen, die 2352 Meter pro Sekunde, dann 22,4 Tonnen, 8,9 Tonnen, 2744 Meter pro Sekunde. Wir addieren jeweils die einzelnen Delta Vs und wir erhalten eine Gesamtmenge von 4374,5 Meter pro Sekunde. Das ist so ungefähr, ja. Und so oder so, wenn ihr mit Raketen fliegt und wenn ihr ein spezielles Ziel habt, wie ich hier beispielsweise, nehmt immer, keine Ahnung, 5% mehr an Delta V, damit ihr auch, falls ihr Fehler macht, das korrigieren könnt. Beispielsweise habe ich mir hier einen Trip genommen. Das hier ist auch eine Delta V Map quasi, die ist von 1.4, also sie ist vielleicht nicht mehr ganz aktuell. Jedenfalls haben wir hier erstmal den Trip zum Erdorbit, 2700 Meter pro Sekunde, dann um den Einflussbereich der Erde zu verlassen, 672 Meter pro Sekunde, dann den Trip zum Jupiter, zum Flyby sozusagen, 589 Meter pro Sekunde, dann um quasi den Einflussbereich komplett zu erreichen, also einen elliptischen Orbit zu erreichen, 50 Meter pro Sekunde. Und dann für ein Flyby an Callisto 293 Meter pro Sekunde. Und das sieht man auch hier im Bild. Also wir haben hier Callisto und ich fliege da halt gerade dran vorbei. Und laut Karte hätte das 4304 Meter pro Sekunde gebraucht. Und wir hatten halt ein bisschen mehr. Aber ihr seht, was ich meine, die Rechnung war korrekt und das funktioniert auf jeden Fall. Gut, das war es im Grunde, ja, also das war der erste Teil. Ihr nehmt einfach eure Raketen, also ich fasse jetzt zusammen, ihr nehmt eure Rakete, nehmt die Gesamtmasse, dann entfernt ihr den Treibstoff in der ersten Stufe, messt es nochmal ab, dann nehmt ihr Effizienz der Triebwerke, packt das quasi hier ins erste Delta V rein, dann nehmt ihr eure nächste Stufe, nehmt die Gesamtmasse, dann macht ihr den Treibstoff weg, messt nochmal, dann die Effizienz der Triebwerke, packt es ins zweite rein, wenn ihr eine dritte Stufe habt, genauso, Vollmasse, dann nehmt ihr den Treibstoff raus, die Effizienz der Triebwerke und so weiter und so fort, also
Im Grunde könnte das unendlich weit nach oben führen. So, ansonsten war es das mit der Folge. Das Dokument hier werde ich quasi in der nächsten Folge hochladen. Ja? Liegt einfach daran, dass ich hier halt unten schon das nächste vorbereitet habe, nämlich Delta V für Raketen mit Boostern. Und wenn ihr dann vorarbeitet quasi, was sehr unwahrscheinlich ist, aber wenn ihr vorarbeitet, es nicht versteht, eine Blockade habt, müsst ihr halt einfach eine Woche warten. Das will ich euch nicht antun, deshalb lade ich das erst später hoch. Ansonsten war es das mit der Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.